meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das ist jetzt endlich, das letzte Video von meiner Schminki-Reihe. Ich habe jetzt komplett alle Paletten versucht, irgendwie mich damit zu schminken. Lippenprodukte, Highlighter, Blushes etc. etc. Und ja, und auch was von dem Kalender habe ich ja noch mit reingepackt. Und ich bin unendlich froh, dass ich das jetzt geschafft habe und dass ich einen weiteren Punkt abgearbeitet habe. Natürlich, das dauert halt immer ein bisschen länger. Aber wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt, habe ich jetzt alle Produkte, die ich euch gezeigt habe, ja, jetzt endlich heute abgedreht. Jetzt, wo ihr das Video seht, hatte ich jetzt ein Stündchen, anderthalb, zwei Päuschen gehabt, weil ich mit meiner Familie und mit dem Rocky spazieren war, mal eben frische Luft tanken. Dann habe ich gerade eben noch ein kleines Kaffee getrunken und ein leckeres Stückchen Kuchen. Und jetzt habe ich gedacht, werde ich jetzt die restlichen Projekte abarbeiten. Und das ist jetzt das letzte Schminki und danach folgen noch ein paar andere Videos, damit ich euch das endlich komplett zeigen kann, was ich heute bzw. die kompletten Tage, Wochen, Monate ja überlegt habe, ob ich das mache, bzw. dass ich das möchte. Deswegen ist das jetzt heute vollbracht. Ja, genau. Aber wir fangen jetzt erstmal an natürlich mit unserem letzten Schminki. Und da werde ich jetzt noch eben diesen Primer auftragen. Das ist zwar ein Glitterprimer für Glitterpigmente, aber ich habe das auch als normalen Eyeprimer benutzt. Finde ich auch okay. Wenn das hier so rauskommt, ist das so leicht hautfarben, deckt aber keine Rötungen ab. Habe ich euch gar nicht am Anfang gesagt, ne? Ganz am Anfang, wo ich jetzt hier drehe. Aber jetzt kann ich ja noch ein bisschen was nachholen. Wenn man das hier verteilt, ist das sehr klebrig natürlich. Und wirkt auch durchsichtig, sobald man das ein bisschen hier verteilt. Gibt ja auch so Eyeshadow-Bases, die nicht so kleben, aber ich denke mal, da das ja auch ein Glitter-Primer ist und ich auch viele Lidschatten habe mit Glitzerpigmenten, dachte ich, das hilft ja auch. Und genau. Ich möchte aber, ich habe ja hier so ein Projekt mit Kosmetik aufgebraucht und so zwischendurch aufbrauchen. Und ich möchte gerne, sobald ich so viele Primer aufgebraucht habe, möchte ich so ein paar Backups von einer Marke haben. Ich möchte gerne von euch wissen, welche Marke ist für euch am besten, wo man mehrere im Vorrat haben kann. Auf was könnt ihr nicht verzichten? Welchen Primer könnt ihr gar nicht verzichten? Also Eye Primer. Schreibt mir das in die Kommentare. Weil im Moment bin ich ja so ein bisschen so in ja Ausschaufieber. Ich habe für mich selber Projekte am Laufen, verschiedene Challenges, nur für mich erstmal, um zu schauen, wie ich damit klarkomme. Und ja, und zwar kann ich euch das ja ruhig sagen, ich möchte nicht auf meine Sammelleidenschaft mit meiner Schminksammlung verzichten. Das will ich nicht. Ich gucke auch zwischendurch online mal, welche Produkte angesagt sind oder welche Produkte ich bestellen möchte. Wenn ich weiß, ich verpasse diese Chance, dann möchte ich die gerne online bestellen. Das mache ich immer noch gerne. Aber ich habe jetzt ein Projekt für mich am Laufen, was jetzt komplett neu ist. Und zwar auch mit der Pflegesammlung auch und jetzt hier wieder so mit der Kosmetik, dass ich verschiedene Produkte aufbrauche und dann möchte ich halt so ein bisschen umstrukturieren hier bei mir. Und ja, wie gesagt,
Das ist für mich eine Challenge. Ich versuche es für mich zu lösen, dass ich alleine letztens so viel Kosmetik aussortiert habe und ja, verschenkt habe, ist für mich eine sehr, sehr große Sache gewesen. Und ich muss sagen, ich habe einiges geschafft. Ja. Genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr Eye-Primer in so Tübchenform oder so kennt, egal ob online, bestimmte Marken oder DM, Rossmann, dann schreibt mir bitte einmal Kommentare. Ich screenshotte das ein bisschen und dann gucke ich mal, was ich da aussuche, um mehrere gute Primer, ja, im Vorrat zu haben. Ne? Genau. So, also jetzt habe ich den Eye-Primer aufgetragen. Der war am Anfang ziemlich klebrig und feucht. Jetzt geht es wieder. Ist jetzt schön eingezogen. Und jetzt möchte ich gerne mit euch die letzte Palette durchgehen. Und zwar die Disney Beauty and the Beast von I Heart Revolution. Ich habe euch bei der Cinderella gesagt, ich hätte so gerne die Tiana LE noch gehabt, aber ich kam leider zu spät und ich habe in der Online-Seite bei Revolution geschaut. Die haben die zwar, aber es war nicht vorrätig und ich sollte, habe eine Benachrichtigung aktiviert, aber bis jetzt ist noch gar nichts aufgetaucht. Vielleicht kommt es ja auch nicht, ich weiß es nicht, aber ja. Muss ich halt eben durch, macht nichts, aber dafür habe ich die anderen zwei Palettenmittel für die Cinderella und die und dann bin ich schon sehr zufrieden. Genau, und wie auch bei der Cinderella gibt es hier zwei Seiten, einmal die Lidschattenseite und einmal die Blush Highlighter-Seite. Und ich bin auch sehr experimentell veranlagt. Das haben wir auch bestimmt in dem letzten, in dem davorigen Video mit der Palette, die ich euch gezeigt habe. Ich probiere mich immer ganz gerne auch aus und ja. Ob ich das im Alltag so tragen könnte, weiß ich nicht, aber so für Videos würde ich das bestimmt ausprobieren. Oder halt verschiedene Töne würde ich dann als Fokus setzen, wenn ich dann im Alltag mich schminke. Aber ansonsten, ja, schauen wir mal. Genau, wir nehmen jetzt einfach mal eine Farbe und wir bereiten jetzt das Lid vor mit der Farbe, mit dieser hellen Farbe. Das ist die Farbe Mrs. Potts. Und das nehmen wir jetzt mit einem fluffigen Lidschattenpinsel einmal auf. Ich versuche auch wieder ein bisschen reinzuzoomen, dass ihr etwas seht. Ja, also ich bin jetzt sehr zufrieden und glücklich, dass ich das Projekt, auch wenn manche Videos ein paar Tage, paar Wochen später waren, also in den Abständen, bin ich trotzdem froh, dass ich das geschafft habe. Weil ich habe hier noch einiges, was ich noch zu erledigen habe, was hier mein Nebenraum angeht. Und ja, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, manche Sachen zum Betrieb zu bringen, weil ich habe eine Tasche voller Aussortiersachen, aber so allgemein. Und das muss zum Betriebshof, das habe ich jetzt leider nicht mehr hingekriegt. Ich würde ja eigentlich am Dienstag, wenn ich frei habe, dahin fahren. Aber, oder beziehungsweise dahin laufen, weil das ist nicht so weit weg. Aber wir müssen da halt gucken, wegen meinem Hund. Und, ja, ich würde ihn zwar mitnehmen, aber der ist noch nicht so geräuschfest. Auch wenn er 8 Monate ist, der braucht halt eben ein bisschen länger. Und deswegen werde ich dann gucken, dass wenn meine Mutter vielleicht zu Hause ist, wenn sie von ihrer Arbeit, die sie hat, dienstags immer einmal in der Woche wiederkommt, dann frage ich, ob ich da mal eben hin kann. Und dann schauen wir mal. Ne? Genau, also das, die Farbe sieht man jetzt nicht so dolle.
soll ja auch so ein bisschen zum Setten der Base sein. Jetzt möchte ich mit der gleichen, ich versuche jetzt mit der gleichen Pinselform eine Farbe aufzunehmen, und zwar die Farbe Spell. Das ist so ein Grün-Gold. Ich versuche es, ansonsten werde ich einen anderen Pinsel nehmen. Gehe da ganz, ganz kräftig rein. Und je mehr man reingeht, desto mehr passiert da so gut wie gar nichts. Also es ist eine sehr, sehr feste Struktur. So. Jetzt gehen wir einmal in die Lidfalte. Und es ist ein sehr, sehr dezentes sag mal schnell, Grün-Gold. Und das sieht man so gut wie gar, ja, wenn man hier sieht, sehe ich etwas, aber hier gleich, wenn ich das Licht gleich ein bisschen dämme, sieht man das, glaube ich, nicht so. Es hat Schimmerpartikel, aber diese Farbe sieht sehr krümelig aus. Oder es kann auch an dem Glitzer liegen. Oder an diesem Schimmereffekt. So, jetzt ziehen wir das einfach mal weiter hier rein. So. Es ist nur sehr, sehr leicht staubig, aber nicht mit Kickback verbunden. Das muss man viel, viel, viel aufbauen. Ja, das kommt hier in der Kamera, beziehungsweise hier am Spiegel, sieht das, im Fännchen ist das so grün-gold, aber hier aufs Auge sieht das sehr gelblich aus, sieht aus wie, ne? So eine Farbe, das möchte man lieber nicht gesundheitlich haben. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so ein zeigen, wie die Farben aufs Auge wirken. Ob ich so rausgehe, das weiß ich jetzt nicht. Aber manchmal, wie gesagt, nehme ich auch schon mal Farbe, eine spezielle, um es als Fokus für in die Mitte zu setzen oder komplett. Wenn ich jetzt mit Braun arbeite, Schwarz arbeite, also so mit matten Tönen und dann halt drauf eine spezielle Farbe. So, jetzt nehmen wir einen schmäleren, etwas dünneren festgebundenen Pinsel und werde jetzt ein bisschen matt arbeiten mit der Farbe Gray Stuff ist so ein eher aschiger Braunton. Und setzen das so ein bisschen hier im äußersten V. Der hier krümelt ein bisschen.
Blenden das ein bisschen. Setzen das noch so ein bisschen hier rein. Damit das Grüne nicht so extrem wird. Aber dass man das hier oben noch ein bisschen sieht. Also rechts wird nie meine Schokoseite sein, aber ich bemühe mich, dass es einigermaßen ja, gleich aussieht hier. So. Jetzt gehen wir in einem. Nehmen wir jetzt so einen Lidschattenpinsel und möchte jetzt versuchen, in das Beauty reinzugehen. In diesem hier, dieses Gelbe. Auch eine schöne Pigmentierung. Und setzen es erstmal hier in diesem Bereich auf, da. Ich kann jetzt den Spiegel näher ranholen. Kleinen Moment. Dann seht ihr das gleich noch. Also das muss man aufbauen. Definitiv. Damit da auch die Farbe einigermaßen rauskommt. So, hier habe ich Gott sei Dank Glück und kann hier arbeiten, weil ich hier keine feuchte Stelle habe am Auge. Aber hier muss ich trotzdem etwas länger dran arbeiten, weil ich ja, wie gesagt, keine, weil die ja keine Schokoseite ist, ne? Da muss man halt ein bisschen anders arbeiten. So. Jetzt. Gehe ich mit einem kleineren Lidschattenpinsel noch rein. Und gehe in die Farbe Chip, so ein Orange. Dieser hier. Und nehme das jetzt für das letzte Drittel des Auges. So, also hier seht ihr jetzt das Gelbe. Und ich nehme das jetzt hier fürs letzte untere Drittel. Ich mache mal einmal kurz greller für mich. Und vermixen das Gelb und das Orange so ein bisschen schon in die Mitte. So. Ist eine sehr, sehr schöne Sommerfarbe. Ich wollte es eigentlich noch ein bisschen kräftig bunt machen, aber ich dachte mir, das reicht. Weil das, das letzte Video war ja sehr bunt, meiner Meinung nach. Das eigentlich auch, aber ja, so sieht dann dieses Orangene aus. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe für den Frühling und für den Sommer. Also ich freue mich da richtig auf den Frühling, Sommer. Ich liebe die Jahreszeit. So.
Jetzt nehmen wir einen flacheren Pinsel und gehen jetzt in unten in dem Drittel. Da könnten wir passend dazu. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt mal die Farbe Rose, damit wir auch so ein bisschen rötlichen Pflaumenanteil in dem Video haben. Nur halt gucken, dass der nicht zu extrem ist für unter die Wasserlinie. Man muss halt, wie gesagt, aufpassen bei Rot-Brauntöne oder grellere Rottöne. Dann geht ihr hin und setzt es ein bisschen hier dran. Nur halt nicht ganz so weit nach innen. So ein Rot, ja, so ein Pflaume, Kirschrot irgendwie. So. Das Ganze verblenden wir jetzt mit einem Braunton, damit das nicht ganz so hart aussieht. Nehmen wir jetzt mit einem Library Braunton und verblenden das Ganze so ein bisschen, dass es nicht so extrem rötlich aussieht. So quasi wie so ein kleiner Radierer, ne? Ein bisschen leichtes Rot noch hier drunter. So. Ganz, ganz leicht nur, weil man kann auch Lavery drunter und das Rötliche oben, damit das dann nicht zu extrem ist, ne? Das geht dann auch. So. Wollte ich noch so ein bisschen highlighten mit dem Magic Mirror in dem Inner Corner. So. Und damit das Ganze noch so ein bisschen passt, setzen wir das noch so ein bisschen nach oben unter der Augenbraue. Nur ich muss halt hier immer bei so ganz, ganz Krähen aufpassen. Hier habe ich noch von Kind an noch so eine Narbe, weil ich damals in die nochmal schnell Kleider oder Jacken Dings da geknallt bin. Garderobe. Damals. Und da muss man immer gucken, dass es nicht zu sehr erhebt, damit das nicht so doof aussieht. So. Das kann man jetzt noch so ein bisschen hier oben verblenden. So. So sieht das Ganze dann einmal erstmal ohne Wimperntusche aus. Ich mache das nochmal einmal heller. So sieht das Ganze dann einmal aus. Ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Farbe. Nur halt dieses Grüngold ist so, sieht so grünlich aus und kann auch durch die Pigmente sein. Wenn ich die jetzt aufs komplette Lid packe, vielleicht sieht das anders aus.
Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden, was solche Produkte generell angeht. Also ich bin da nicht mit auf den Mund, also auf die, sagen wir mal, Schnauze gefallen, was das alles angeht. Mit der Farbe. Oder Farben vielmehr, mit den Lidschatten von denen. Ja. Genau. Und jetzt machen wir einmal schnell die Wimperntusche drauf. Ich habe jetzt den von Maybelline Lash Sensation Lash Multiplying Mascara. Die tuschen wir einmal kurz. So. Dann die das andere Äuglein. So, ich muss einmal kurz Korrektor. So, zack. So. So sieht das jetzt mit den Wimpern aus. Jetzt machen wir einen Blush-Highlighter-Test. Und zwar sind das diese hier. Dieser obere hier, der ist ungefähr so wie bei der Cinderella, die nehmen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt erstmal als Highlight in die Variante True Love. Dann nehmen wir jetzt einen schönen Pinsel. Nehmen wir so einen Fächerpinsel. Wir probieren jetzt mal den kleineren dazu. Richtig schön benetzen und gehen dann hier rein und verteilen es direkt, damit es nicht aussieht, als würde es abstempeln. Uiuiui. Ui, ui. Hier in dem Licht sieht das ui, richtig heftiger Highlighter. Aber schön. Nur halt jetzt hier mit dem Fächerpinsel muss man halt schauen, dass man direkt erstmal zack und dann gut ausblendet. Aber ein wunderschöner, leichter Peachton. Ich weiß nicht, ob man das hier ein bisschen erkennen kann. So. Hier so ein leichter Peachton. So. Dann nehmen wir jetzt die Farbe Bonjour als Blushton. Zeige ich euch gleich einen kleinen Moment. Das ist diese Farbe hier. Ein schönes, kräftiges Tönchen. Ich habe jetzt so einen etwas dickeren, fluffigen Pinsel genommen. Für den Fall, dass es sehr, sehr heftig pigmentiert ist.
So, auch ein sehr, sehr schönes Tönchen. Schönes rosa, ja, so rötlich. So ein bisschen. Ja, gefällt mir. Dadurch, dass mein Pinsel jetzt so ein bisschen sehr weich und breit gefächert ist, kann man das sehr schön ausblenden. Ja. Ist okay. Also ich muss sagen, die Paletten sind richtig interessant, richtige wunderschöne Farben, Statement-Farben, ne? Richtig auch ein bisschen Alltag hier so ein bisschen mit drin. Gefällt mir. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt vielleicht mal wieder auf Reisen geht, reichen solche Paletten immer aus. Ich könnte jetzt die Cinderella noch mitnehmen und das. Und dann werde ich ready. Und ja. Genau, also das ist jetzt der fertige Look. Ich nehme jetzt mal wieder einen Gloss zum Abschluss. Da habe ich jetzt den So Extra BH genommen. Schminkkörbchen seht ihr übrigens dann auch noch eventuell. Das ist nämlich dabei. So. Dann haben wir schon mal so ein bisschen komplett. Zeige ich euch auch mal die in Lippenfarbe. So. Genau. Gut, meine Lieben, ich sehe jetzt gerade, dass mein Akku jetzt gleich fratze wird. Ich werde das jetzt aufladen. Wenn ich es schaffe, werde ich noch weitere Videos noch vordrehen. Und dann werde ich nach und nach, sobald meine Zeit zulässt, dann auch die Videos bearbeiten und dann auch Stück für euch hochladen, ne? Also ihr wisst, manchmal ist die Zeit da so ein bisschen komisch bei mir oder verdreht oder anders geplant, spontan und ja. Ich wünsche euch was, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!